Wir sind im 9. Monat der Pandemie. Es kann mir keiner erzählen, dass dieser Kultusminister und dass Sie als Staatsregierung sich nicht hätten überlegen können, dass in einer möglichen zweiten Welle ein digitaler Unterricht weiterhin notwendig sein muss und sein kann. Und deswegen stelle ich schon hier offen die Frage, was macht dieser Kultusminister jeden Tag? Außer Schulfamilien zu verwirren, widersprüchliche Signale zu senden und die Infrastruktur eben nicht bereitstellen, die es für ein sicheres Lernen und Lehren in einer Pandemie braucht. Ich finde, Sie müssen endlich dafür sorgen, dass die staatliche Lernplattform MEVIS zuverlässig funktioniert und nicht in den entscheidenden Momenten offline ist. Das alleine spricht Bände für den mangelnden Grad der Digitalisierung in Bayern.